14 Siege aus 14 Spielen bei einem Torverhältnis von 108:2. Das ist die beeindruckende Bilanz vom Bramfelder SV in der Frauenbezirksliga West. Heute sind die Favoriten, die auf dem besten Weg in die Landesliga sind, zu Gast bei der zweiten vom ETV. Diese liegen 14 Punkte hinter Bramfeld auf dem dritten Platz. Das Hinspiel endete 10:0 für Bramfeld und diese starteten auch in diese Partie richtig gut rein. Emma-Lisa Frings mit der ersten Gelegenheit und dann in der 10. Minute auch das 1:0. Lene Petersen hat's gemacht. Für sie ist es das 26. Saisontor. Damit liegt sie nur einen Treffer hinter Emma-Lisa Frings, die bekanntlich ja auch in ihrer Mannschaft spielt. Doch in der Anfangsphase spielt eigentlich auch der ETV ganz gut mit, hat die ein oder andere Chance wie diese. Doch gefährlicher wird es für Torfrau Jacqueline Wulff dann auch nicht. Wir springen in die 27. Spielminute. Mareile Kern bedient Lene Petersen und die erhöht auf 2:0. Bei ihrem 27. Saisontor hat Petersen leichtes Spiel und zieht gleich mit Teamkameradin Emma-Lisa Fricks. Inzwischen löst sich die ETV-Defensive so ein wenig auf. Nur 2 Minuten später, Frings ist selbstlos und bedient Petersen, die problemlos auf 3:0 erhöht. 28. Saisontor, Petersen mit dem Hattrick. Doch die Bramfelder Stürmerin nutzte nicht jede Gelegenheit. Kurz vor der Pause fasst der Viererpack. Mit dem 3:0 geht es in Halbzeit 2. Neue Halbzeit, altes Bild, Petersen vor dem Tor. Doch diese Chance muss die Stürmerin eigentlich machen. Verpasst hier aber das 4:0, das inzwischen mehr als in der Luft liegt. Nach einer kurzen Druckphase vom ETV die eingewechselte Julia Jäger mit dieser Gelegenheit. Inzwischen befinden wir uns in der 80. Spielminute und da ist Petersens vierter Treffer. Wieder hat Frings das Auge für Petersen und die schnürt ihren zweiten Viererpack im zweiten Spiel in Serie. Beim 7:3 im Pokal gegen Concordia hatte Petersen ebenfalls 4-mal geknipst. Kurz vor Ende dann nochmal eine Chance für den ETV und das war's dann auch. Der Bramfelder SV holt den 15. Sieg im 15. Spiel in der Frauenbezirksliga West. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.